So direkt ein Vogel ist das gar nicht. Der hat nämlich so Tatzen wie eine Katze auch. Eine Vogelkatze! Nein, Quatsch. Hallo. Warum hast du denn geblutet? Oh Mann. Und was macht denn der für Verrenkung mit seinem Flügel? Ach, der zeigt uns, was los ist. Oder wie? Nee. Der kann doch jetzt nicht fliegen in dem Zustand. Knallhart. Fliegt trotzdem noch. Was das schön, die Aussicht hier. Und wir sind unserem Ziel wieder ein Stückchen näher. Und haben Gutes getan. Och nö. Zapfluss ist gestorben jetzt. Oh nein. Oh nein. Jetzt erinnert er sich zurück. Ach, wie er angeln war mit seinem Vater. Und da oben ist auch das Grab vom Hauptmenü. Und der Baum. Das dürfte zumindest das sein. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Oha. Armes Tier. Ach, warum denn? Oh. Mit der Feder müsste doch auch was auf sich haben. Aber der macht nichts, der nimmt die nur und legt sie wieder hin. Na ja gut, wir schauen mal, dass wir weiterkommen. Wenigstens ein Stückchen. Es hilft ja alles nichts. Unserem Vater geht's ja auch nicht so gut. Das heißt, wir müssen da trotzdem auch ein Stück weit an uns denken. So egoistisch das auch klingen mag, aber es hilft alles nichts. Und da ist noch ein Riese. Oder war ein Riese? Oh Gott, was ist hier passiert? Krieg? So eine Art Morgenstern hier. Ein Speer in der Hand. Dann hat er noch drei Pfeile. Vier wollte ich schon sagen, nächsten aber nur drei Pfeile im Körper. Oh Gott, was denn hier passiert, ey, in dieser Welt? Da ist lauter Blut. Ja, ich weiß, wir müssen da hin, aber. Okay, die wollen hier aber auch nichts machen. Hier geht's aber weiter. Ich wusste doch, oh Gott. Den Arm als so eine Art. Barrikade einfach weiterschieben. Na toll. Die Musik ist ja auch gerade sehr einladend. Und hier ist Blut. Ja, so ist das. Da kann man leider nichts dran ändern. Aber ihr werdet hier wieder gewaschen dann. Ach so. Unser kleiner Bruder muss natürlich wieder an unseren Rücken. Kann leider nicht schwimmen. Frage ist, können wir hier raus? Nein. Okay, aber hier vorne geht's mir raus und die Aasgeier sind auch schon wieder alle da.
ziemlich düster, das Ganze im Moment. So, unser kleiner Bruder kommt hoch und der Große kommt hier rüber hoch dann wahrscheinlich. Ja, ich komme ja. Der neigt sich wahrscheinlich ein bisschen nach unten. Ich hoffe es zumindest. Je weiter ich hier auch rüber gehe. So, ich wusste es doch, dass er nämlich noch mal drüber muss. Oh Mann, das ist aber alles hier ein bisschen düster, wirklich. Das gefällt mir gar nicht so sehr. Ja, ich weiß, wir müssen da hoch, weil wir müssen da... Wie kommt der jetzt da hoch? Wir müssen ja da hoch. Geht das hier rüber? Ja, da. Oder müssen wir hier rüber, darüber? Ha! Wow. Der macht dann wohl einen Abgang. Wohl oder übel. Gott, hier ist auch alles blutdurchtränkt. Nicht gerade so appetitlich, aber... Was ist hier eigentlich los? Echt, das ist... gar nicht so einladend alles gerade. Hier rüber können wir springen. Okay. Darüber balancieren dann vermute ich. Ja, die Axt sollte aber eigentlich relativ fest sein. Ich hoffe jetzt nicht, dass die irgendwie wegbricht. Oh Gott. Okay. Ein neuer Weg für uns. Komm, gebt alles. Gebt alles. Boah, das ist doch Leichenverstümmelung. Das ist doch schrecklich. Nur damit wir weiterkommen. Uah. Schnell weg hier. Aber wir haben ja nichtsdestotrotz noch die Bank. Wow. Da unten sind sogar noch ein paar. Aber es sieht trotzdem echt düster aus. Naja, mal gucken. Wir schauen trotzdem noch ein Stück weiter. Und hoffen, dass die Asker uns auch nichts machen. Das wäre nämlich das Letzte, was wir jetzt auch noch gebrauchen könnten. Und da ist sogar eine Armbrust. Oh Gott, die müssen wir abschießen. Ah, hier kommen wir aber nicht hoch, okay. Aber wir können hier dieses Horn betätigen. Das war nämlich auch noch ein Achievement. Ich erinnere mich... Ja, cool. Ah, und hier ist der Weg. Hier führt ein Weg außenrum. Nach oben. Der ist zwar jetzt nicht der sicherste, aber... Was soll's. Was tut man nicht alles für die Medizin seines Vaters? Lasst mich einfach in Ruhe. Gut. Und spannen... Das ist voll die Leichenzerstümmelung oder Verstümmelung. Und Abschuss. Boah. Dann auch noch zwischen die Nase. Boah. Ja, ganz recht. Stolz wäre ich darauf auch nicht. So. Zeige uns den Weg. Wo führt er uns hin? Hier ist es aber richtig derbe blutdurchtränkt. Wow. Okay, wir gehen da runter zu den restlichen Leuten. Ob das jetzt so sinnvoll ist, darüber lässt sich streiten. Ich finde nicht.
Ernsthaft? Unter dem Wasserfall hindurch. Und da spielt er jetzt schon die Hälfte wieder ab. Ist das ein Ritual, was die da unten machen, oder? Ist doch krank. Was machen die da unten? Boah, jetzt sehen wir ganz rot aus. Na toll. Wir brauchen klares Wasser. Ich will wieder so aussehen wie normal. Vielleicht hilft das uns aber auch nicht aufzufallen. Vielleicht ist es aber auch umso schlechter, weil wir auch die Spuren hinterlassen. Vielleicht ist es umso besser, wer weiß. Hier werden wir auf jeden Fall wieder eigentlich sauber. Ja, hier werden wir wieder sauber. Sehr gut. Und hier treffen wir dann auch hier drauf. Das ist ein Ritual. Tatsache. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Das sowas befürworten wir gar nicht. Nee. Also wir müssen irgendwie da oben drauf kommen. Okay, wir balancieren erstmal hier rum. Hoffentlich hält das alles. Ich meine, hier ist alles so brüchig und porös. Da würde es mich gar nicht wundern, wenn hier das auch zusammenbricht und wir dann wieder auffallen. So, hier haben wir noch einen Safe State sozusagen. Ha. Hier geht's nicht weiter. Müssen wir uns von hinten ranpirschen, also richtig von hinten. Okay, hier sind auch lauter Kerzen. Was zur Hölle ist das? Hä? Ich verstehe das gerade gar nicht. Stellen wir jetzt die Gottheit da, oder? Oder wie ist das jetzt zu verstehen? Anscheinend nicht. Okay. Ich habe mich mal wieder getäuscht. Oh, da müssen wir uns erst Blut durchtrinken. Könnte natürlich auch sein. Ja, ich glaube, das war das Rätsellösen. Wir müssen uns erst Blut durchtrinken. Dann sind wir einer von ihnen, oder? Der Big Boss, oder? Ich weiß es auch nicht. Huldigt eurem Herrn. Tretet beiseite. Wir wollen ihr nur helfen. Und zwar jetzt. Ganz einfach. Wir sind aufgeflogen. Was für ein Zufall, ne? Schnell. Hopp, los. Los. Ganz schnell. Genau, mach zu. Und wir waschen uns rein. So. Brr. Okay, hier geht's wieder in Katakomben runter. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns das nächste Mal an. Ich mache ja doch mal wieder eine Aufnahmepause. Ist doch schon wieder ein ganzes Stück her. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lang, aber ist ja auch egal. Wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder bei Brothers A Tale of Two Sons und schauen mal, was uns denn hier in diesen Untergrundsachen noch so erwartet. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.